Hallo aus dem Coworking-Bereich in der Zentralbibliothek in der Garistraße 39. Mein Name ist Marc Spieseke und ich bin hier zum einen in der Auskunftsabteilung Teaching Library tätig, zum anderen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe Mitte der 2000er Jahre meine Ausbildung hier als Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, kurz FAMI, gemacht und bin seitdem hier tätig. Also mir macht gerade die Vielfältigkeit in meiner Arbeit viel Spaß. Zum einen im Bereich Auskunftsabteilung Teaching Library kümmere ich mich natürlich um Benutzerschulungen, bringe den Benutzerinnen bei, Literaturverwaltungsprogramme zu nutzen oder auch Fake News zu erkennen. Auf der anderen Seite im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht es mir Spaß, Texte beispielsweise für Blog oder Website zu erstellen. Auf der anderen Seite beispielsweise einen Schnappschuss auf Twitter oder Instagram zu posten. Eine der Herausforderungen in der Covid-19-Pandemie war es, die Informationen auf den Webseiten der jeweiligen Bibliotheken einfach auf den neuesten Stand zu halten. Das bedurfte einer Menge Kommunikationsarbeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht der Typ bin für Homeoffice. Mir macht es mehr Spaß, in Dahlem direkt vor Ort in der Bibliothek zu arbeiten. Und in meinem Büro bin ich auch mit besserem Equipment ausgestattet. Die Bibliothek der Zukunft stellt für mich den Menschen in den Vordergrund. Die Bibliothek sollte ein Ort der Begegnung sein, der Orientierung, des gemeinsamen Lernens und Erforschens. Ein gutes Beispiel haben wir jetzt gerade hier im zweiten Stock der Zentralbibliothek. Das ist unser sogenannter Coworking-Bereich, der vor der Pandemie eröffnet wurde und mittlerweile wieder zur Verfügung steht. Außerdem haben wir hier einen Bereich mit Labs, wo man gemeinsam forschen und arbeiten kann. Mein Lieblingsort in Dahlem war vor der Pandemie die Terrasse der vegetarischen Mensa. Die ist nur 5 Gehminuten von der Zentralbibliothek entfernt und da habe ich mich gerade im Sommer immer gerne aufgehalten. Mittlerweile ist sie leider geschlossen. Ich muss mich auch nach der Pandemie wieder daran gewöhnen, in die Mensa zu gehen. Aber zum Wintersemester hin soll die vegetarische Mensa mit neuem Konzept wieder eröffnen und ich freue mich schon drauf. Beides hat seine Vorteile, aber ich würde eher zum E-Book tendieren. Definitiv Laien. Schwierige Frage. Brandenburg hat natürlich auch seine Vorzüge, aber ich will schon noch ein bisschen die Welt erkunden. Hat beides seine Vorteile wiederum. Ich bin zugegeben ein Serienjunkie. Mittlerweile habe ich aber auch schon hier und da einige Podcasts gehört. Und gerade wenn man irgendwie zu Hause aufräumen soll, dann höre ich am liebsten einen Podcast. Eine gesunde Mischung aus beiden.